Tache auch. Wer mir persönlich immer sehr, sehr gut gefallen hat auf der Position war Philipp Lahm. In erster Linie meiner Meinung nach muss der gut verteidigen können, weil es ja, am Ende des Tages ist ein Verteidiger immer noch da, um Tore zu verhindern. Aber im modernen Fußball müssen die sich natürlich auch am Offensivspiel beteiligen und mit nach vorne gehen, da auch für Dampf sorgen. Aber Priorität hat meiner Meinung nach immer noch das Verteidigen. An einem Cheat Day gibt es bei mir eigentlich meistens eine Pizza. Ich spreche Deutsch, bisschen die Basics beherrsche ich auch in Italienisch und Französisch. Und Englisch würde ich noch zu den Sprachen dazu zählen, die ich am besten spreche neben dem Deutschen. Ich hatte beides meiner Mutter gefallen, die langen Haare besser, mir mittlerweile die kurzen, deswegen bleibe ich bei kurz. Überrascht, nicht in dem Sinne, weil ich es ja wusste, dass es so ein großer Verein ist, aber an diesem Schalke-Tag, diese unzähligen Fans, diese, ich glaube 70.000 waren es, war einfach überwältigend und ja, damit habe ich nicht gerechnet. Am liebsten gar nichts. Ich bin froh, dass es so ist, dass man nicht weiß, wie die Zukunft aussieht, sonst wäre es langweilig. Abschalten kann ich am besten in einer gewohnten, ruhigen Umgebung, am besten in der Wohnung, zu Hause, wo man sich wohlfühlt. Manchmal vermisse ich so ein bisschen das Mutige an mir. Ich würde mir manchmal ein bisschen mehr Mut wünschen. Die besten Ratschläge kriege ich aus meinem engsten Umfeld, Familie, Freundin. Nee, von Ritualen halte ich persönlich nicht so viel. Dürfen gerne alle ihre Rituale haben, aber mir sagt das nichts. Ja, ich brauche viel, so 8 bis 9 Stunden brauche ich schon, sonst komme ich morgens nicht so gut aus dem Bett. Ich komme zwar aus dem Bett, aber bin dann meistens sauer. Ganz klarer Kopfmensch. Ich versuche aber daran zu arbeiten, dass ich mehr zum Bauchmenschen werde. Einführen würde ich vielleicht eine Reduktion der Spielzeit von 90 auf 60. Dafür wird jeweils unterbrochen, wenn der Ball draußen ist. Habe ich ausgestellt, die gehen mir auf den Keks. Ja, das ist eine einfache Frage. Ich weiß nicht, warum ich so lange überlegt habe jetzt, aber ganz klar in Zürich. Das Naheliegendste, weil ich neben dem Fußball noch ein Psychologiestudium mache, wäre irgendwas in Richtung Sportpsychologe, Mentaltrainer. Sowas würde mich sehr interessieren.